Mein Name ist Hans-Jochen Eckstein. Ich bin Wissenschaftler und Professor für Neues Testament an der Universität Tübingen. Als Wissenschaftler schreibe ich natürlich wissenschaftliche Literatur für Fachleute und für Studierende der Theologie. Mir persönlich ist es aber auch wichtig, für die Gemeinde, für Interessierte Bücher zu schreiben, die leichter zugänglich sind. Das sind einerseits Aphorismen, das ist Lyrik, das sind kurze Texte, aber eben auch Sachbücher, das heißt theologische Themen für ein breiteres Publikum. Aktuell haben wir gerade die Veröffentlichung vor Wie verstehe ich die Bibel? Wie will die Bibel verstanden werden? Warum diese Formulierung? Nun, jeder hat ein Verständnis von Bibel, ein Vorverständnis von Bibel. Und als Wissenschaftler haben wir immer wieder Kriterien, die von der Zeit der Entwicklung abhängen, wie wir an die Bibel herangehen, wie wir sie verstehen, mit welcher Hermeneutik. Mir war es nur wichtig zu fragen, welches Verständnis legt die Bibel denn selber nahe? Was hat sie implizit eingeschlossen, selbst an Vorgaben zu dem Verständnis der Bibel? Insofern ist diese Frage, wie will die Bibel verstanden werden, also die Frage danach, was das Selbstverständnis der Bibel ist und was wir daraus erschließen können. Das soll einerseits so geschehen, dass wir das Verständnis von Wort Gottes, das Selbstverständnis von Propheten und Aposteln betrachten. Mir ist es aber auch vor allen Dingen wichtig, das Inhaltliche zu bedenken. Warum ist Christus eigentlich gestorben? Was bedeutet Sünde und Sündenvergebung? Was bedeutet eigentlich Gemeinde und Kirche für die Bibel selber? Was bedeutet Freiheit? Und andere Fragen werden dort behandelt, immer wieder mit dieser Brille, mit dieser Perspektive. Was ist das Selbstverständnis und was können wir als neuzeitliche, gegenwärtige Menschen daraus lernen?